Sunflower in Frankfurt-Karlbach. Ein Gartencenter der besonderen Art. Denn hier bekommt man nicht nur alles für Balkon und Garten. Auf 9000 Quadratmetern gibt es neben leckerem Obst und Gemüse auch ausgewählte Feinkost. Für mich ist das immer ein echtes Erlebnis, hier einkaufen zu gehen. Ich koche unheimlich gerne und das ist natürlich die Qualität der Zutaten extrem wichtig. Und wenn ich hierher komme, weiß ich, dass es absolut frisch ist. Und was mir das Herz aufgehen lässt, ist einfach, wie die Produkte hier präsentiert sind. Das ist so schön angerichtet schon, also läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, wenn man einkaufen geht. Ein guter Cuvée gehört natürlich auch dazu. Noch wichtiger im Leben der Pomp-Chefin ist allerdings ein ehemaliger Fußballer. Rekordtorschütze Dieter Müller hat jetzt die emotionalen Momente seines Lebens in einem Buch verarbeitet. Nee, es hat mir ganz gut getan, aber ich muss dazu sagen, ab und zu, auch in Lesungen, ist es schon manchmal, übermannt mich das schon ein bisschen, sind schon Gefühle da. Es geht ja da hauptsächlich auch um den Tod meines Sohnes, wie man sowas wegsteckt oder dann meinen schweren Herzinfarkt mit 31 Minuten Herzstillstand. Und das sind ja schon Themen, die sind nicht so ganz einfach. Aber ich kriege auch viel Resonanz, viele Leute schreiben mir und sagen, dass sie das toll finden und eigentlich großartig und dass das Buch ihnen hilft. Bei der Umsetzung waren ihm einige Dinge besonders wichtig. Ich habe gesagt, ich muss ein Buch schreiben, was authentisch ist, was ehrlich ist, so wie ich auch als Mensch bin. Und und das macht das Buch aus. Es schildert so Höhen und Tiefen in meinem Leben, außergewöhnliche Momente, die auch nicht so schön waren. Und dann natürlich großartige Momente als Fußballer. Fußball verbindet. Auch Dieter Müller und Co-Autor Munir Zitouni. Und wie hat der Journalist die enge Zusammenarbeit erlebt? Es ist natürlich eine sehr, sehr intensive Geschichte gewesen. Wir haben uns sehr, sehr oft gesehen. Ich glaube, es steht und fällt schon von der persönlichen Beziehung zwischen Autor und Protagonisten. Und ich bin ja auch Coach, arbeite als Coach. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, in gewissen Bereichen sorgsam mit den Geschichten, die Dieter zu erzählen hat, umzugehen. Aus Wegbegleitern wurden Freunde. Aber wer hatte denn eigentlich die Idee für das Buch? Dieter hat natürlich ein sehr aufregendes Leben hinter sich. Ich habe ihn ja selbst als Spieler von Kickers Offenbach kennenlernen dürfen. Da war er mein Präsident. Wir haben zusammen trainiert. Da habe ich ihn das erstmal persönlich kennengelernt. Und später war ich da dann Reporter beim Kicker und habe ein Interview mit ihm geführt. Und das war eines, in 15 Jahren Tätigkeit beim Kicker, eines der bewegendsten Interviews, die ich geführt habe, weil ich unglaublich viel erfahren habe über die Schicksalsschläge von Dieter Müller, die zum Teil bekannt sind, zum Teil nicht bekannt waren. Und da sagte ich zum Dieter in Neu-Isenburg beim Italiener: Mensch Dieter, dein Leben, das muss in ein Buch rein. Nach vielen gemeinsamen Treffen entstand so in nur 9 Monaten ein bewegendes Werk, das als Fußballbuch des Jahres 2020 nominiert wurde.